BVMW Talk am Morgen, heute mit Rechtsanwalt Rainer Tillmann, Kanzlei Wallner Weiß in Stuttgart, Fachanwalt für Insolvenzrecht. Mein Name ist Lothar Lehner, ich bin Leiter des BVMW Kreisverbands im Landkreis Göppingen, Region Stuttgart. Meine lieben Gäste hier im Raum und an den Bildschirmen zu Hause, ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Morgen. Wir wollen heute uns natürlich mit dem Thema Corona und dessen Auswirkungen für die Wirtschaft beschäftigen. Sie kennen die Förderprogramme, die großzügig von der Politik beschlossen wurden. Einmal das Corona-Soforthilfeprogramm als Zuschuss. Dann haben wir die Kredite, die Corona-Kredite, Darlehen über die KfW und über die Förderbanken. Hier ist ja im Moment im Gespräch, dass die Staatshaftung, wie bereits von der EU beschlossen, jetzt dann auch in Deutschland auf 100% ansteigt. Unser Verband bittet die Politik darum, dass Unternehmen direkt bei der KfW zukünftig diese Darlehen beantragen können. Also da geschieht sehr viel und ich danke an der Stelle den Politikerinnen und Politikern im EU-Parlament, im Bundestag, im Deutschen und auf der Länderebene ganz herzlich für das, was bisher getan wurde. Was wir heute besprechen wollen, und da habe ich als Gast Herrn Tillmann, und ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Tillmann, was Sie nicht jeden Tag in der Zeitung lesen, was aber auch vom Gesetzgeber für solche Zeiten ganz bewusst im Gesetz installiert wurde. Konkret geht es um das gesetzliche Schutzschirmverfahren, das jetzt nicht erschrecken über das Insolvenzrecht geregelt ist. Für viele ist ja das Thema Insolvenz immer noch etwas Unnahbares und doch ist es eigentlich ein Schutzverfahren für Unternehmen, um sich zu schützen, um sich wieder zu sanieren, zu regenerieren, damit am Ende nicht alles kaputt ist. Und ich vergleiche das immer, Herr Tillmann, mit dem Biologischen. Wenn ich rechtzeitig zum Arzt gehe, dann habe ich die Chance, schneller wieder zu gesunden, überhaupt zu gesunden, wie wenn ich halt zu lange warte und dann auch eine Behandlung im biologischen Bereich, im medizinischen Bereich härter werden kann. Jetzt nochmal herzlich willkommen. Was, Herr Tillmann, ist denn eigentlich das, was man als gesetzliches Schutzschirmverfahren bezeichnet? Zunächst mal vielen Dank, Herr Lehner, für die Einladung heute. Das Schutzschirmverfahren ist auch in den letzten Wochen in der Zeitung gewesen. Große Unternehmen wie Karstadt, Esprit oder Vapiano haben auf die Art und Weise eben ihre Sanierung über die gerichtlichen Möglichkeiten, das gerichtliche Insolvenzverfahren eingeleitet. Das ist aber kein Verfahren, was auf Unternehmen von den Größenordnungen beschränkt ist, sondern wir meinen, dass auch der Mittelstand unter Umständen gut beraten sein kann, diese Möglichkeiten wahrzunehmen. Deswegen würde ich es gerne kurz skizzieren. Es ist am Schluss ein Prozessrecht, ein Verfahrensrecht, deswegen erlaube ich mir das kurz zu skizzieren, damit es Ihnen nachvollziehbar ist, weil das gesamte Verfahren erklärt sich am Schluss aus seinem Ablauf und hat verschiedene Stufen, an denen dann die Wirkungen ansetzen, die dann eben wichtig sind für den Sanierungsversuch für die Zukunft des Unternehmens. Wenn ich vielleicht an der Stelle noch kurz klärend ein paar Hinweise geben kann für mich als Vertreter dieses Verbandes, ist dieses Wissen, es geht hier um Wissen, um Bildung, deshalb für Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land so wichtig, weil ich natürlich vermeiden möchte, dass heute und jetzt durch die Inanspruchnahme dieser Darlehen, die wir ja dringend benötigen und für die wir ja auch dankbar sind, dass aber nach der Krise, nach der eigentlichen Corona-Krise, also der medizinischen und humanitären Krise, eine ökonomische Krise beginnt. Weshalb? Weil diese Darlehen zur Gesamtverschuldung der Unternehmen hinzuaddiert werden und viele mittelständische und kleinere Unternehmen unter Umständen danach nur noch bedingt oder überhaupt nicht mehr kreditfähig sind für dann die echten betriebswirtschaftlich notwendigen Investitionen. Und
dafür sollten wir vorsorgen. Aber nun, lieber Herr Tillmann, Sie haben freie Bühne. Bitte. Dankeschön. Also zunächst mal, was ist das Ausgangsproblem? Es gibt jetzt im Moment in vielen Unternehmen keine Einnahmen mehr. Die Betriebe laufen praktisch leer, entweder weil die Lieferanten nicht mehr liefern oder weil der Kunde nicht mehr abruft oder nicht mehr im bisherigen Umfang abruft. Es führt dazu, dass die Unternehmen dann über das Kurzarbeitergeld die Kosten senken, aber das ist natürlich unzureichend. Man denke an Dauerschuldverhältnisse, von denen man sich nicht so ohne weiteres befreien kann. Jetzt kann jeder Unternehmer, wenn er sich vorstellt, über einen Zeitraum von 1, 2, 3, vielleicht sogar 6 Monaten nicht richtig arbeiten zu können, sondern so einen tiefen Einschnitt hat, was es bei ihm auslöst an Liquiditätsbedarf und dann eben auch an Belastung mit Verbindlichkeiten. Und das ist eine klassische Situation der Insolvenz, nämlich dann, wenn die Verbindlichkeiten so groß sind, dass sie aus der Ertragskraft des Unternehmens eben nicht mehr zurückgeführt werden können. Ich würde also kurz das Verfahren skizzieren wie folgt. Es ist ein gerichtliches Verfahren. Es beginnt mit einem Antrag beim Gericht. Und dieser Antrag ist verbunden mit der Anforderung an das Gericht, hier eine Eigenverwaltung anzuordnen. Das bedeutet, das Unternehmen, was sich dem Verfahren stellt, macht es unter der bisherigen Leitung, das heißt, es behält das Heft des Handelns in der Hand. Das ist für viele Unternehmer sehr wichtig. Deswegen hat es der Gesetzgeber auch so vorgesehen, weil eben es eine schwierige Situation ist, die Verantwortung fürs Unternehmen aus der Hand zu geben an einen Dritten, an einen vorläufigen Insolvenzverwalter. Hier ist der Unternehmer selbst noch in der Verantwortung. Und die Einhaltung des rechtlichen Rahmens wird dann überwacht durch eine weitere Person. Das ist in dem Moment der sogenannte vorläufige Sachwalter. Diese Anträge werden hier beim Gericht gestellt und das führt dazu, dass jetzt in einem Zeitraum von maximal 3 Monaten die Löhne über die Insolvenzgeldvorfinanzierung bezahlt werden. Das heißt eben nicht mehr aus den Mitteln des Unternehmens, sondern aus den Mitteln eines Topfes, den die Agentur für Arbeit verwaltet. In diesen 3 Monaten gibt es dann weitere Erleichterungen für das Unternehmen. Zunächst einmal wird sichergestellt, dass nur noch die Leistungen bezahlt werden, die in der Zeit auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Also man verhält sich aus der insolvenzrechtlichen Brille korrekt. Wenn es nicht mehr für alle reicht, dann bedient man nur noch die, die man jetzt auch konkret in Anspruch nimmt und alle anderen eben gleich, die bekommen erstmal kein Geld. Das Informationen für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier gibt es im Moment sowohl aus der fachanwaltlichen Schiene, aber auch aus der Verbandsebene Ansprachen an die Politik, diesen 3-Monats-Zeitraum aufgrund dieser besonderen Verhältnisse, die wir bekommen haben auf der wirtschaftlichen Ebene durch Corona, auf 6 Monate zu verlängern. Aber jetzt habe ich Sie unterbrochen, Herr Tillmann. Das ist sozusagen spiegelbildlich eigentlich die Situation der Krise. Die Einnahmen sind weg und man ist aber belastet von Verbindlichkeiten, die man eben nicht, sich nicht befreien kann. Und dieser Schutzschirm ermöglicht eben genau zu disponieren und zu sagen, ich zahle nur noch das, was ich jetzt eben als Lieferung, als Leistung eben brauche für den Sanierungsversuch. Also in der Zeit werden dann auch keine Umsatzsteuern mehr abgeführt. Das heißt, wenn das Unternehmen dann noch Absatz hat, entsteht eben auf der Aktivseite hier oben ein Guthaben, ein Spielraum an liquiden Mitteln. Das Verfahren endet üblicherweise nach der bisherigen Gestaltung eben nach 3 Monaten. Das heißt, hier wird das Gericht über die hier gestellten Anträge entscheiden und dann feststellen, gibt es hier tatsächlich eine Insolvenz und wie ist weiter damit umzugehen. Warum? Ab der gerichtlichen Entscheidung finden Sie hier drüben wieder die üblichen Spielregeln. Hier ist dann sozusagen wieder vollständig, sind die Löhne zu bezahlen und selbstverständlich die Steuern, die Sozialversicherungsbeiträge im bisherigen Umfang und die Lieferanten auch. Heißt es denn, im optimalen Fall könnte das Verfahren nach 3 Monaten schon wieder enden? Es dauert in der Regel etwas länger. Warum? Weil das Unternehmen vom gesetzlichen Ablauf her
in dieser Zeit, in der es sozusagen hier Mittel anspart und in der hier sozusagen ein Guthaben, ein Topf mit einem Guthaben entsteht, in dieser Zeit wird das Unternehmen einen Insolvenzplan entwerfen. Und der Insolvenzplan ist letztlich nichts anderes als ein Vergleich mit den Gläubigern. Sie haben also in dem Moment sozusagen die Stunde Null. Sie haben hier unten die Verbindlichkeiten. Das sind also die Verbindlichkeiten, die alle aufgelaufen sind bis zu dem Zeitpunkt, wo der Gerichter hier den Beschluss entlässt. Und Sie haben oben hier die Aktiven, also das Anlagevermögen, die Forderungen und alles Weitere, was dem Unternehmen zusteht. Und der Vergleich, also der Insolvenzplan, lautet schlicht und ergreifend: Das ist ein Vertrag, wenn Sie so wollen, mit den Gläubigern, die hier unten feststehen, weil dieser Zeitpunkt feststeht. Und der lautet: Für den Fall, dass die Gläubiger das Unternehmen befreien von diesen Verbindlichkeiten, wird sozusagen ein extra Planbeitrag, ein extra Geldbetrag an die Gläubiger ausgeschüttet. Und die Wirkung ist dann sozusagen, dass hier hinten das Verfahren endet. Die Verfahrenswirkungen werden aufgehoben, das Unternehmen ist sozusagen wieder aus der Aufsicht des Gerichtes heraus und hat sich um diese Verbindlichkeiten befreit. Regel für diese Abkürzung des normalen Insolvenzverfahrens ist, dass das für die Gläubiger wirtschaftlich besser ist als ein Regelinsolvenzverfahren, eine Regelabwicklung. Und diese bessere. Können wir da geschwind ein bisschen noch drauf eingehen? Was ist denn der Unterschied? Der Unterschied wäre, wenn Sie den gleichen Sachverhalt hätten in einem Regelverfahren. Fangen wir wieder vorne an. Hier würde beispielsweise der Unternehmer einen Insolvenzantrag stellen, weil einfach leistungswirtschaftlich das Unternehmen nicht mehr funktioniert, weil die Lieferanten nicht mehr liefern, die Kunden nicht mehr abnehmen. Das heißt, hier würde dann kein Sachwalter bestellt, sondern es würde ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, der dann faktisch die wesentlichen Dispositionen treffen wird, natürlich in Abstimmung mit der Geschäftsleitung, aber eben immer unter der insolvenzrechtlichen Brille. Diese Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes, also diesen Zeitraum von 3 Monaten, wo man sozusagen Geld ansparen kann über das Insolvenzgeld, das würde es auch in einem Regelverfahren geben. Hier gäbe es aber dann den Insolvenzverwalter. Und der Insolvenzverwalter würde dann eben prüfen oder hätte in dem Moment zu entscheiden, ob die Fortführung des Unternehmens für die Gläubiger vorteilhaft ist oder nicht. Und das macht er dann mit einer Liquiditäts- und Ertragsplanung und stellt das auch zur Disposition der Gläubiger. Was der Insolvenzverwalter aber im Unterschied zum Unternehmer nicht kann, er kann möglicherweise in dem Moment ja keinen externen Beitrag mehr bringen, der die Gläubiger besser stellt. Sondern er kann die Gläubigerbefriedigung nur aus dem Vermögen leisten, was sowieso schon da ist. Das heißt, das ist der Vergleich. Er würde sagen, ich muss das Unternehmen einstellen, ich muss das Unternehmen verkaufen oder ich kann beispielsweise auch einen Insolvenzplan machen, aber es würde eine Quote von X herauskommen. Und hier kann der Unternehmer, der das Unternehmen dann selber weiterführt, eben möglicherweise ist er in der Lage, hier einen Investorenbeitrag zu bringen, um die Gläubiger besser zu stellen, als es der Insolvenzverwalter könnte und damit das Verfahren abzukürzen. Warum ist es wichtig für den Unternehmer, das zu wissen? Weil ja heute der Ruf an die Unternehmer laut ist, zu sagen, nehmt KfW-Darlehen auf über die Hausbank. Und die Hausbank hat natürlich ihre regulatorischen Vorgaben und muss jedes Darlehen, was sie vergibt, auch entsprechend der regulatorischen Vorgaben besichern. Das heißt, auch wenn die KfW heute 80-90% garantiert, muss eine Sicherheitenlage über 100% dargestellt werden. Das wird in vielen kleinen und mittleren Unternehmen dazu führen, dass die Unternehmer privates Vermögen zur Sicherung einsetzen, was dann eben in einem regelmäßigen Insolvenzverfahren am Schluss eben nicht mehr zur Verfügung steht. Deswegen ist aus unserer Sicht wichtig, dass die Unternehmer die Möglichkeit mit in ihre Planung berücksichtigen, vielleicht hier hinten zu investieren ins Unternehmen, wenn diese Verbindlichkeiten abgeschnitten sind unter der Prämisse als hier vorne und dann hier hinten nicht mehr in der Verfügung zu sein. Es gibt Stimmen, Herr Tillmann, auch in Unternehmerkreisen,
die sehen das ein Stück weit, das ist natürlich jetzt nicht juristisch sachlich motiviert, sondern das kommt eher aus dem Bereich der Emotio, die sehen das ein Stück weit als unanständig an. Dann gibt es andere, die scheuen eher davor zurück, diesen Schritt zu gehen, weil sie sagen, ja, verliere ich dann zukünftig meine Lieferanten, die beliefern mich doch nicht mehr, wenn ich da unten jetzt ein Stück weit meine Altverbindlichkeiten abschneide. Wie ist denn da die praktische Erfahrung Ihrerseits? Dieses Verfahren, das ist ein gesetzliches Verfahren, das gibt es seit 2012, es ist kodifiziert und natürlich kann man das aus Wertansätzen oder aus der eigenen Bewertung als unanständig betrachten, wenn man sagt, der redliche Unternehmer kann immer bezahlen und es kann doch nicht sein, dass sich jemand saniert auf die Kosten seiner Lieferanten, des Fiskus und der Sozialversicherungsträger. Das ist ein Vorwurf, der stand immer schon im Raum und dem kann man nicht anders begegnen, als es der Gesetzgeber ausdrücklich so vorgesehen hat. Aus der Wirtschaftswissenschaft ist bekannt, gab es immer kritische Stimmen, die gesagt haben, durch die Rettung von Unternehmen auf diese Art und Weise werden Unternehmen am Markt gehalten, die an sich nicht leistungsfähig sind und die leben dann auf Kosten der gesunden Unternehmen, die machen die Preise kaputt. Das ist für unsere Wirtschaft insgesamt nicht vorteilhaft. Ich selber kann das nicht beurteilen, ich kann hier nur ein gesetzliches Verfahren vorstellen, was Sie eben sehen, wie in Fällen Air Berlin, Karstadt, Esprit eben auch tatsächlich Anwendung findet und hier auffallenderweise wieder bei den Unternehmen, die sehr, sehr groß sind. Und da eben sogar mit staatlicher Unterstützung, also mit Finanzierung dann auch durch die Regierung. Also das kann man sagen. Das Weitere, was jetzt sozusagen das Renommee oder das negative Renommee einer gerichtlichen Sanierung, eines Insolvenzverfahrens ist, ich denke, man kann in der heutigen Situation vielleicht dagegen argumentieren und sagen, wer kann heute planen, wann die Wirtschaft wieder so läuft, wieder einen normalen Lauf hat und wann die Unternehmen dementsprechend wieder normal arbeiten kann. Wer kann das heute absehen und wer kann absehen, wie danach sozusagen die Ergebnisse des Unternehmens sein werden? In der Situation Darlehen aufzunehmen, ist sicher der richtige Schritt, aber es ist natürlich auch eine Sondersituation, die besondere Maßnahmen erfordern kann. Und am Schluss zählt das Ergebnis und nicht den Namen, den es hat. Und da ist es eben wichtig, über solche Verfahren frühzeitig eben Gedanken zu machen, damit man eben die Gestaltungsspielraum hat, wenn es zum eigenen Unternehmen passt. Also ich kann Ihnen sagen, was mir an der Stelle etwas Kopfschmerz bereitet, ist einfach die Tatsache, speziell in den Branchen, die ja auch durch diese Pandemie zwangsschließen mussten, also der Umsatz auf Null geht. Ich habe da Unternehmen vor dem geistigen Auge, 30, 40, 50 Mitarbeiter, die kriegen eine Corona-Soforthilfe von maximal 30.000 Euro für die nächsten 3 Monate. Die werden locker Darlehen benötigen, Corona-Soforthilfe-Darlehen der Förderbanken und der KfW damit von 150, 200, 300.000 Euro. Die nachher zur Gesamtverschuldung zählen. Das ist ja genau das, was ich vorher auch Sie gefragt habe und was Sie ja auch ausgeführt haben. Und wenn ich dann überlege, was passiert nach Corona, wie schnell läuft es eigentlich wieder hoch, das sind im Moment Dinge, die kann kein Mensch seriös beantworten. Unser Verband fordert ja einen schnellen Exit und die Wirtschaft wieder schnell hochzufahren. Die Wissenschaftler aus dem medizinischen Bereich warnen, gucken mit Argusaugen die Zahl der Infektionen an und leider auch der zu beklagenden Todesfälle. Und ich möchte jetzt nicht in der Situation des Politikers, der Politikerin stehen, die hier entscheiden müssen, aber sie müssen eben entscheiden, aber der Unternehmer muss halt eben auch entscheiden. Und deshalb war mir das so wichtig, dass wir das mal transparent machen. Ich gehe davon aus, Herr Tillmann, dass Sie
für Unternehmer, Unternehmerinnen auch gerne im persönlichen Gespräch zur Verfügung stehen oder ihre Kanzlei. Ich gehe davon aus, dass andere Insolvenzkanzleien selbstverständlich auch sich öffnen, sollten Unternehmer, Unternehmerinnen entsprechende Beratung einfordern. Ich kann es nur empfehlen, nicht weil ich Unternehmen in der Insolvenz sehe oder gerne hätte, sondern einfach, weil das mit Wissen, mit Bildung zu tun hat. Und das ist ein Bereich, den wir einfach in der Bundesrepublik Deutschland in der Vergangenheit in diesem Bereich so nie erlebt haben. Es ging eher die letzten 10 Jahre um Wachstum, um Investitionen in das Wachstum, in neue Märkte. Also es ging immer nach oben und jetzt haben wir eine Situation, die keine betriebswirtschaftliche Ursache, sondern nur eine betriebswirtschaftliche Wirkung hat. Die betriebswirtschaftliche Wirkung ist aber immens. Und wie Sie gesagt haben, in dem Moment, in dem wir auf Normalmodus umstellen im Bankenbereich, in dem das normale Kreditvergaberecht, die normalen Kreditvergaberegeln wieder gelten, also die Kapitaldienstfähigkeit ausschlaggebend ist für die Vergabe weiterer Kredite, die Bonität, sind wir eigentlich im Problem drin, weshalb Corona geht direkt in die Gewinn- und Verlustrechnungen der Unternehmen ein. Das heißt, mit Ausnahme dieses Soforthilfezuschusses, der ja als Ertrag gebucht wird, werden wir wirklich erhebliche Verschlechterungen der Gewinn- und Verlustrechnungen bekommen, bis hin zu echten Verlustsituationen. Gibt es aus dem Publikum noch Fragen? Ja, dann darf ich Ihnen danken, lieber Herr Tillmann, für diese Information. Sie bekommen dann noch eingeblendet, wie die Kanzlei des Herrn Tillmann zu erreichen ist, wie unsere Geschäftsstelle BVMW Kreisverband in Göppingen zu erreichen ist, wie ich zu erreichen bin. Ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen und freue mich vor allem auch auf den nächsten Talk am Morgen dann zu einem anderen Thema. Vielen Dank. Danke.